Herzlich willkommen im wunderschönen Golfclub Beuerberg. Ich werde immer wieder gefragt, was denn passiert, wenn ein Ball nach vorne fliegt und erst so im letzten Drittel nach rechts abbiegt. Das ist ein ganz normaler Rechtsdrall. Und ich möchte Ihnen heute mit unserer Highspeed-Kamera ein bisschen mehr verdeutlichen und Ihnen Bilder geben, was denn wirklich eigentlich geschieht, wenn ein Rechtsdrall entsteht. In der Theorie ist es ganz einfach. Das heißt, Ihre Schlagfläche ist in Relation zu Ihrer Kraft, wohin Sie schwingen, einfach etwas geöffnet oder etwas nach rechts verdreht. Das heißt, durch diese Kraftwirkung nach links und die offene Schlagfläche entsteht automatisch ein Schnitt in den Ball. Das ist so, als wenn Sie normalerweise zum Beispiel einen Fußball kicken. Wir können den Fußball, wenn wir ihn von der anderen Seite innen schießen, in einen Linksdrall drehen lassen. Und wir können ihn aber auch, wenn wir ihn von der Außenseite schießen, nämlich von der Seite, in einen Rechtsdrall wandeln. Das heißt, die Kraft geht nach links und die Fläche des Fußes zeigt nach rechts. Das ist genauso wie bei einem Golfschlag. Also, Ihre Kraft schwingt von außen nach innen und Ihre Schlagfläche ist dazu leicht geöffnet. Und wie man hier sehr schön sehen kann, der Ball dreht leicht nach rechts. Umso mehr Sie die Kraftrichtung ändern, umso mehr Sie quer von außen nach innen schwingen, umso mehr wird der Ball Spin annehmen und noch weiter nach rechts drehen. Dies wirkt sich vor allem bei den längeren Schlägern mit weniger Loft mehr aus als mit den kürzeren Schlägern. Also, ich zeige Ihnen nochmal einen starken Schnitt, der von weit von außen nach innen schneidet, mit einer offenen Schlagfläche dazu. Damit Sie Bilder bekommen, zeige ich Ihnen dies nun auf der Highspeed-Kamera. Also wie man nun sehr gut erkennen konnte auf unseren Highspeed-Aufnahmen, Ihr Schläger bewegt sich in seiner Kraftrichtung nach links. Und dazu war die Schlagfläche eben geöffnet. Wollen Sie Ihren Rechtsdrall im Ball bewusst spielen, machen Sie genau dies. Finden Sie heraus, wie stark Sie die Schlagfläche aufdrehen müssen oder wie stark Sie von außen nach innen schwingen müssen, um den gewünschten Drall zu erzielen. Ist Ihnen Ihr Drall etwas zu viel, dann ändern Sie eine dieser zwei Komponenten. Also schließen Sie die Schlagfläche mehr und versuchen Sie, Ihre Kraft wesentlich mehr vielleicht aus der Innenbahn oder gerade auf dem Ball heranzubringen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, lernen Sie aus diesen Bildern und experimentieren Sie auf der Range, um bewusst jeden Drall auch herstellen zu können. Viel Vergnügen, Ihr Christian Neumeier. Wenn Sie noch mehr Anregungen für Ihr Training suchen, gehen Sie auf meine Internetseite www.golf-keinsport-wie-jeder-andere.de.